Hallo und herzlich willkommen bei den Society on Deal News. Cinemax lässt es richtig krachen und feiert das 25-jährige Jubiläum richtig stark, und zwar mit einer fetten Aktion. Und zwar bekommt ihr vom 25.08. bis zum 31.08.2015 ein Jubiläumsticket für 25 Euro. Das bedeutet, ihr könnt 25 Tage lang, egal wann, in das Kino, egal wo. Das ist doch cool. Zu egal welchem Film. Ja, mega krass. Holla die Waldfee, das ist ja mal eine richtig geile Aktion. Und nicht nur das, ihr könnt auch in alle 3D-Filme. Halleluja, das ist wirklich ein ziemlich großes Jubiläum. Ja, das hört sich verdammt gut an. Außer für die Kinos in Solingen und Mannheim, denn diese bleiben außer vor. Sorry. Ja gut, aber sonst... kann man sich schon mal so ein Ticket gönnen. So, Kaufdatum ist gleich Aktivierungsdatum. Das bedeutet, innerhalb dieser einen Woche könnt ihr euch das Ticket holen. Und ab diesem Tag könnt ihr dann 25 Tage lang in das Kino rein und Filme schauen, wie ihr Bock habt. Es gibt keine Grenze quasi. Das ist doch schon mal gut. Die Karte ist nicht übertragbar, das sollte klar sein. Was auch noch wichtig ist, einlösbar ausschließlich an der Kinokasse, nur am Tag der Vorstellung und nur für ein Ticket pro Vorstellungsschiene. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht hin und her wechseln, wie ihr gerade lustig seid oder so. Das geht nicht. Gegen Aufpreis kann man auch in die First Class. Nutzung von Premium Seats. Oder Maximum Motion. Okay, keine Ahnung, was das jetzt Besonderes ist, aber man kann es sich noch zusätzlich kaufen, wenn man Lust hat. Ja, was noch viel interessanter ist, es ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht. Oh mein Gott. Also heißt es, schon mal die Campingstühle holen und am 25. August pünktlich, wenn das Kino aufmacht, dort sein und die Tickets sichern. Ja, es ist natürlich möglich, dass ein paar mehr Tickets da sind. Dann könnte man vielleicht auch ein paar Tage später erst die Tickets kaufen und könnte so ein paar Kinofilme sichern, die erst am Ende des Monats dran sind. Zum Beispiel am 22. September, Romeo und Julia. Puh. Wenn das jemand will, der sollte sich ein bisschen die Zeit einteilen, also vielleicht einen Tag später oder so kaufen, dass er das noch an diesem einen Tag bekommt. Oder zum Schluss Maze Runner oder Die Auserwählten. Auch interessante Filme. Wenn man sich die gönnen will, muss man halt ein bisschen aufs Datum schauen, wann man sich das Ganze holen will und so weiter und so fort. Ja, ist natürlich machbar. Ich habe euch auch einen kleinen Plan erstellt, wo ihr sehen könnt, wann welche Filme beginnen. Zum Beispiel gute Blockbuster, The Everest 3D, Fuck You Goethe, Kill the Messenger, The Transporter. Mein Highlight ist Hitman Agent 47, The Gallows. Und ja, das sind so die Highlights. Vielleicht noch Lass knacken Helge, wer weiß, ob ihr auf sowas steht. Auf jeden Fall interessante Filme sind dabei. Zusätzlich gibt es noch eine Menge andere Filme, die jetzt nicht so bekannt sind. Zum Beispiel, die jetzt gerade auch in der Promo sind. Boy 7 oder Liebe mich, keine Ahnung. Taxi nach dem Roman. Also da sind unzählige Filme, die auch noch kommen werden. Die werdet ihr jetzt hier sicher auch eingeblendet sehen. Das ist eine riesige Liste. Also da ist richtig was los. Also auf jeden Fall holt euch dieses Ticket, denn das wird ziemlich begehrt sein. Ja, aber nicht nur, dass ihr pro Tag 1 Euro für einen Kinobesuch bezahlt. Nein, es wird noch besser.
wenn ihr eh schon dort quasi euch das Kino als Eigenheim ausbaut, warum nicht gleich auch noch sparen, wenn man gerade dort ist und isst? Also gibt es nochmal 25% Rabatt auf die Kinosnacks. Ja, super, da kann man ja richtig reinhauen. Egal ob Popcorn, Nachos und sonstiges. Oder Cola, Pepsi oder das normale Wasser. Dort gibt es 25% Rabatt. Das ist doch mal mega. Egal ob Sparmenü 1 bis 4, Jumbo-Menü oder Perschen-Menü oder Familienmenü. Halleluja! Auf alles, was mit Kinosnacks zu tun hat, könnt ihr euch 25% sichern. Das hört sich doch gut an. Und nicht nur das. Als kleine Überraschung gibt es noch eine süße Überraschung, also einen süßen Snack. Was das sein wird, lasst euch überraschen. Man weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall interessant. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr lasst euch diesen Deal nicht entgehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.